Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Gran Turismo 7, dem Manufacturers Cup Saison 1, Runde Nummer 1 hier auf dem Deep Forest Raceway und das Ganze rückwärts über insgesamt 18 Runden bei dreifachem Treibstoffverbrauch, vierfachem Reifenverschleiß. Wir haben die weiche und die harte Mischung zur Verfügung, sind beides auch Pflichtreifen. Somit haben wir auch einen quasi Pflichtboxenstopp, wenn man so will. Ich bin hier mit dem Nissan GT-R Nismo GT3 unterwegs und starte von P2 zu meiner Überraschung. Ich war auch mal relativ lang auf P1, aber wurde dann am Schluss noch verdrängt. Knapp 3 Zehntel haben dann gefehlt. Aber ich bin schon happy mit diesem Startplatz und ja, freue mich auf ein hoffentlich gutes Rennen. Es war auch irgendwie ganz schnell Mittwoch auf einmal. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Das noch am Rande erwähnt. Konntet euch ein bisschen ausruhen. Aber jetzt geht's weiter mit dem Manufacturers Cup. Ja, auf P2 im Nissan, wie gesagt, war eine gute Qualifying-Runde von mir. Ja, auf der Pole Position haben wir, glaube ich, einen Mazda, wenn ich das richtig erkannt habe. Genau, Fahrer aus Italien. Wie gesagt, meine Wenigkeit dann auf der 2 im Nissan, auf der 3 ein Franzose im Toyota, auf der 4 ein Spanier im Faro, auf der 5 ein Franzose im Mercedes, auf der 6 ein Engländer im Subaru, auf der 7 ein Spanier ebenfalls im Nissan wie ich, auf der 8 ein Fahrer aus der Türkei im Mercedes, auf der 9 ein Engländer im Toyota, auf der 10 ein Engländer im Subaru, auf der 11 ein Fahrer aus Belgien im Nissan, auf der 12 ein Fahrer aus Bulgarien im Porsche, auf der 13 ein Fahrer aus Südafrika im Toyota, auf der 15 ein Fahrer aus England im Nissan, sind ja doch ein paar mehr dabei, wie ich eigentlich dachte. Ja, und zu meiner Überraschung nur 14 Fahrer. Eigentlich sind es ja 16 und ich dachte, in der Startaufstellung waren es immerhin noch 15, aber okay. Ja Leute, ich bin sehr gespannt, vor allem wie lange die weichen Reifen mitmachen werden. Die harten fahren sich ja gar nicht gut, zumindest nicht mit dem Nissan. Dem hoffe ich, dass ich möglichst lange auf den weichen durchhalte. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Viel Spaß Leute beim Zuschauen. Sagen, hinter mir ist schon einer abgeflogen, ich habe aber auch schon den ersten Treffer bekommen. Glück gehabt, aber eine Beschädigung hinten am Auto. Runde ein bisschen Abstand gewinnen können, aber es bleibt spannend.
sehr, sehr nah. Wenn es der Subaru war. Unglaublich. Ich habe mich jetzt zwar vorne gelassen, aber nicht cool. Gesehen, das schon gemerkt, bei dem muss ich aufpassen. Das hat mich jetzt natürlich Zeit gekostet ohne Ende. Immerhin sehe ich den Führenden wieder, sind aber trotzdem noch über 2 Sekunden Rückstand, den ich da habe. Runde 4. Ah, ein bisschen vertan. Ja Leute, anstrengende Runden hier, Runde 5, meine persönlich schnellste Rennrunde und knapp 2 Zehntel hinter dem Führenden, also von der schnellsten Runde her gesehen. Also diesmal konnte er nichts dafür, weil ich mich weggedreht habe, aber ja. Diese blöde Haarnadel. Ja, es bleibt spannend, Leute. Hier ist noch lange nichts in trockenen Tüchern.
Ja, jetzt habe ich, glaube ich, also den Mercedes hinter mir. Ja, tut mir leid für den anderen Fahrer, aber ich habe mich nicht absichtlich weggedreht. Der war halt wieder so nah hinter mir, logischerweise, ja. Und hat mich dann halt getroffen. Ja, da war ich einen Tick auch zu weit draußen, muss ich auch sagen. Ja, dann sollte ich mal ein bisschen auf meine Reifen achten. Aber ich musste die letzten Runden bis jetzt eigentlich immer pushen. Da ist natürlich schwierig, dann Rücksicht auf die Reifen zu nehmen. Bin ich aber wieder schön rangekommen. Überrascht mich, ehrlich gesagt. Ich bin auch lieber der Jäger als der Gejagte in solchen Rennen, muss ich ehrlich sagen. Runde 7. P2 unverändert. Gefährlicher an der Haarnadel, je mehr die Reifen abbauen. Was sie natürlich schon tun nach 6 Runden. Klar. Macht auf jeden Fall einen guten Job, der Fahrer aus Italien, muss ich ganz klar sagen. Fährt da souverän vorne weg. Ja, Runde 8, ich habe 3,5 Sekunden Vorsprung zum Drittplatzierten. Das könnte eine Strafe geben. Ich hoffe nicht. Glück gehabt. Ich behaupte, ich war da mit allen 4 Rädern über der weißen Linie. Mal sehen, wann er zur Box kommt in seinem Mazda. Klar, dann muss ich eigentlich, sobald er reinfährt, ebenfalls hinterher.
habe einen Positionswechsel hinter mir. Fahre aus der Türkei, ist jetzt auf der 3. Ich hoffe, das war jetzt klug. Ja, das reicht, klar. Ich hoffe, das war jetzt klug. Ich wollte eigentlich 10 Runden fahren auf den Weichen. Aber ob ich da jetzt noch so eine gute Runde hingelegt hätte, bin ich mir nicht so sicher. Ja, wo ist der Kollege jetzt? Hinter mir. Warum ist er hinter mir? Interessant. Habt ihr das gar nicht geschnallt, wo der jetzt eigentlich ist? Müssen wir auf den Verkehr achten müssen, aber er ist knapp hinter mir, ja. Ja, der hat vielleicht noch ein bisschen getankt, aber... Boah, geht jetzt innen vorbei, ja, Wahnsinn. So viel Power, das ist ja unglaublich. Oh, ist das mein Freund im Subaru? Möglich. So, bloß kein Scheiß machen. Runde 11. Position 4 aktuell. Bedingt durch die Boxenstopps, klar. Ja, der war noch nicht an der Box. Ich fahre nicht gegen ihn, sondern gegen den Mazda. Lass ihn lieber vorbei, wie dass er mir hinten reinfährt. Muss mich erstmal an diese harten Reifen jetzt gewöhnen. Die fahren sich einfach anders. Aus England, kommt zur Box. Ah, der ist auf den harten Reifen gefahren, den ersten Stint, okay. Kann man auch machen. Der Italiener ist ein ganzes Stück weg von mir. Scheint mit den harten Reifen besser zurechtzukommen. Ich komme ja nicht mal ihm hier hinterher. Ich hoffe, dass der noch zur Box fährt. Kommt mir so schnell vor irgendwie.
Franzose kommt noch rein. Jetzt ist echt die Frage, war der Spanier vor mir schon drin oder nicht? Ich meine ja nicht. Wir werden sehen. Überfahren der Boxenlinie. Gibt es keine 3 Sekunden? Ja, sieht nicht so aus, das darf man, okay. Was war denn das für eine Finte? Okay, muss man vielleicht nicht verstehen. Ich habe es nicht verstanden. Na gut. Nochmal oder? Nee, jetzt kommt er wirklich rein. Ah, sein Tank ist fast leer. Da hat er sich vielleicht doch nochmal anders entschieden und hat noch eine Runde dran gehängt. Ja, zurück auf P2, Leute, Runde 15. Wow, 10 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Ja, der Fahrer samt Auto im Mazda ist hier deutlich schneller als ich. Wahnsinn. Ja, jetzt heißt es für mich eigentlich nur noch den zweiten Platz heimzufahren. 4,5 Sekunden Vorsprung zum Drittplatzierten hinter mir. Treibstoff ist gar kein Thema, ich habe noch vor 5 Runden Treibstoff im Tank, wir fahren aber nur noch 3. Alles gut. Allerdings habe ich Zeit verloren.
Der Drittplatzierte ist keine 3 Sekunden mehr weg von mir. Ja, das heißt dranbleiben. Ich rutsche eigentlich einfach nur mit diesen harten Reifen. Also mehr als wie mit den abgefahrenen Soften, unglaublich. Runde 17, nur noch 1,7 Sekunden Vorsprung. Wow. Hier auch nicht extrem vorsichtig, aber Fehler will man natürlich auch keine machen. Wahnsinn, in diesen Kurvenpassagen, wie der da rutscht, auf diesen blöden Reifen. Oh, jetzt habe ich es aber verzockt, selber weggeworfen. Oh, das gibt's nicht. Fahrfehler in der letzten Kurve. Oh Mann. Platz hat er keinen gelassen. Versuch war es wert. Ich denke, das war die einzige Chance, noch überhaupt vorbeizukommen. Keine Chance mehr. Komme ich nicht mehr ran. Ich eier hier rum mit diesen harten Reifen, das ist echt brutal. Boah, das ist ja brutal. Komm da fast nicht mehr um die Kurve. Tja, dann am Ende halt nur P3. Kann ich auch nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Zwar ein Platz verloren, klar. Bin ja von P2 ins Rennen, aber ja, selber weggeworfen in der vorletzten Runde. Kann man nichts machen. War aber trotzdem gutes Rennen, muss ich sagen. Hier in der Schweiz. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder vom Saisonauftakt hier in der Schweiz von Deep Forest Raceway. Ja, am Ende 59 Punkte. Der Sieger hat nur in Anführungszeichen nur 2 Punkte mehr bekommen, aber ja, nein, Quatsch, 56 Punkte. Ich bin ja Dritter geworden. Mein Fehler. Da waren es sogar 5 Punkte, die der Führende oder der Sieger quasi mehr bekommen hat. Ist in Ordnung, kann ich mit leben.
War ein super Rennen, hat mir super gefallen, muss ich sagen. Den Subaru vom Anfang habe ich nicht mehr ausmachen können. Muss ich mir in der Replay dann in der Wiederholung nochmal anschauen, was da genau war. Aber wie gesagt, mich hat es da in der Haarnadel so ein bisschen gedreht und er hat mich dann getroffen. Ich glaube, der hat dann auch eine Strafe bekommen, weil er dann abgeflogen ist in die Leitplanke. Ich würde es jetzt mal als Rennunfall so stehen lassen. Ja, Runde 1 vorbei. Runde 2 nächste Woche Mittwoch am 4.1., also dann im neuen Jahr. Gruppe 4 auf dem Raceway Road Atlanta, jetzt habe ich es. Und wir werden mal sehen, am Samstag ist noch der Nations Cup, wenn ich es richtig weiß. Ja, werden wir mal sehen, wie gesagt, Suzuka finde ich eigentlich immer eine schöne Herausforderung hier mit dem Honda Civic. Ist dann ein Markenrennen. Wir werden mal sehen, ob ich es fahren werde. Ich werde es auf jeden Fall mal antesten. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Sollte diese Woche kein Video mehr von mir kommen. Wobei Samstag, weiß ich gerade gar nicht, Samstag ist sogar Silvester. Von dem her bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das fahren werde. Mal sehen. An dieser Stelle wünsche ich euch auf jeden Fall vorab jetzt schon mal einen guten Rutsch und kommt gesund rüber ins neue Jahr. Nur das Beste für euch und ihr kennt das ja. Wenn es euch gefällt, dürft ihr es gerne abonnieren, liken, Kommentar schreiben. Schreibt mich an, wenn ihr möchtet und dann sehen wir uns spätestens im neuen Jahr beim kommenden Rennen einfach wieder auf meinem Kanal. Bis dahin Leute, keep racing, bye bye.